So, da bin ich doch schon wieder zurück. Fast noch nass geschwitzt, nachts um wieder Viertel nach zwei, so wie gestern auch. Und natürlich, was haben wir heute? Neuer Tag, neuer Shop. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Denn was haben wir heute drin? Die Superhelden sind wieder da. Jeder einzelne kostet 1800. Ihr wisst ja, ihr könnt den individuell, oder? Ich meine ja, oder? Warte mal, die Vorschau, genau. Ihr könnt einmal die Schnalle einstellen, die Augen, Binde, sage ich jetzt einfach mal, die Haare, Gesicht, Brust. Also das Ding kannst du dir komplett basteln, wie du willst. Die meisten machen sich den ja einfarbig, wo ich den potthässlich finde. Aber das sage ich immer ganz ehrlich, muss jeder selber entscheiden. Dann vergesst nicht, bitte ein Like da zu lassen. Würde mich sehr unterstützen und natürlich auch gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack. Grüße gehen an alle raus, die den sowieso immer benutzen. So, des Weiteren ist hier die Heldenausrüstung. Für 1400 bekommt man alle drei Sachen. Also man spart genau 600 V-Bucks. Sag ich mal ganz ehrlich, außer die Pickaxe lässt sich da. Kann man eigentlich nicht wirklich was gebrauchen, meine Meinung. Dann ist Emote Out West ist wieder drin. Wir wissen ja Copyright. Dann Marius auch wieder da. In zwei verschiedenen Stilen. Da gefällt mir eigentlich der Stil hier am besten. Und ich sage ganz wirklich, ganz ehrlich, für 800 V-Bucks kannst du mit diesem Skin eigentlich nichts verkehrt machen. So, dann. Aha. Sie ist auch wieder da. Wer hätte das denn gedacht? Ein Season 1 Skin. Wisst ihr noch, wie gehypt er war? Dann Charlius Maximus, ebenfalls wieder zurück. Auch ein schönes Skin, wie ich finde. Wenn nicht sogar mit die beste Bananenvariante. Dann Claudius Charlus sein Schwert. Ja, hört schon gut an. Aber das hat man schon. Dann ist des Weiteren der Unterdrücker wieder dabei. Mit passendem Rückenaccessoire. Auch nice, aber na, ich würde trotzdem nicht spielen. Ne. Also bitte schenkt mir diesen Skin niemals. Dann die Plasma-Klinge, die wiederum gefällt mir irgendwo. Dann ein Dreieckmuster, auch eine schöne Tarnung, wie ich finde. Des Weiteren ist Raptor wieder drin, aber der hatte noch den zweiten Stil, nämlich die rote Variante. Dann haben wir noch die weibliche Variante davon. Davon gibt es aber nur in Anführungszeichen die gelbe Variante, also nicht die dunkle wie beim männlichen. Dann haben wir noch den Sturmbomber. Der könnte lange nicht mehr im Shop gewesen sein, oder? Und dann Partylöwe wieder zurück. Der ist aus Season 1. Lol. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre aus anderes Season 1. Dann Macarena-Emote wieder da, also beziehungsweise immer noch. Dann Seestern wieder zurück. Auch ein schöner Skin, wie ich finde. Aber halt eher was für die Mädels. Dann Mod Mando. Ja, das ist Geschmackssache, der Skin. Dann The Renegade. Dann Zahnseidenwirbler. Poplock. Konzentriert. Und Macarena hat mir eben schon. Dann hat sich eigentlich sonst nichts hier geändert. Ne, sind alle Pakete noch drin, so wie vorher auch schon. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch eine erholsame Nacht, falls ihr noch wach seid. Oder einen schönen Tag. Es wird ein bisschen drückender jetzt mit dem Wetter, aber auch das werden wir schaffen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.